Das finde ich Oh! Das ist echt schon eine linke Cloud. Da gibt es ja auch diese Arme mit dem mit deinem Bogen. Oh. Oh, wie süß! Komm schon. Der kann ja gar nichts außer das. Ist ja einer von den Anfängerbosses, also. Trotzdem, der muss doch mal was können. Ah. Er kann doch. Atmen. Ah. Den kriege ich trotzdem schnell noch weg. Das kann doch nicht sein, dass der so. Dass der mir hier. Ja, ja. Warum explodiert dieses Vieh? Kann mir das bitte jemand erklären? Alles. Dann würde sich jeder wie so die Kinder so brutal werden. Ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, und wieder zurück. Und tschüss. Wie viele Tintenfische? Wir haben erst zwei davon. Okay. Ja. Wir bräuchten mal den Quadrupelsprung, dann könnten wir noch welche holen. Und Schlüssel verwendet. Wieder ein bisschen Leben. Da oben kommt man bestimmt hin, wenn man den Aufzug runterholt. Nämlich mit dem hier. Ne, ach so macht man das. What the? Ich muss, glaube ich, erstmal nach unten. Erstmal gehe ich nach unten. Ja. Ah, da geht's ja rein. Da ist noch so ein Ding. Noch ein Herz, Tinti. Tinti? Tinti. Tinti hat sich eingetintet. Oh Gott. Moment, mir fällt da gerade was ein. Ich stelle mich mal in Skype auf beschäftigt, nur so zur Sicherheit. Stimmt. Apropos Skype, ich bin mal heute so freundlich und erzähl was. Ich habe ja zwei Skype-Accounts. Ja. Also wäre es ja gar nicht so schlimm, einen davon rauszugeben. Einfach mal so ganz öffentlich. Das ist ja fies. Das ist echt fies. Geht das Ding wieder ran, wenn ich den... Okay. Aha, das funktioniert dann so. Aber ich komme leider noch nicht weiter, also muss ich wahrscheinlich erst eine neue Fähigkeit kriegen. Sinn der Chantel-Welt. Oh, böses Monster explodiert. Oh, ein Stadtbewohner explodiert. Oh, ein Papier explodiert. Und hopp. So, jetzt weg mit dir. Ah, hier komme ich weiter. Okay, und was ist dieses komische feuerspeiende Ding da? Das ist ein Bowser. Nein, eigentlich nicht. Ein Gangschuh. Komme ich hier lang? Nein, komme ich nicht. Ah! Ich lasse es lieber. Höpp! So. Tschu! Günther. Günther. Ich muss etwas finden, um den Dungeon zu beenden. Hm. Ah, danke schön. Der erste Tipp ist immer. Ja, der erste Tipp ist immer nutzlos. Ja. Ah, hier bekomme ich was. Und zwar, hier bekomme ich eine Pistole. Was? Ich habe Riskys Pistole erhalten. Was macht Riskys Tispole da? Die Pistole. Tipp 1 ist nutzlos. Ja. Piu. Und jetzt komme ich dahinter lang. Aha. Na gut, damit komme ich jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. CC. So. Okay. Das weg, das weg. Die weg. Tipp 2, Tipp 1 ist nutzlos. Oh. Na, vielen Dank auch. Ah! Nein! Na, zum Glück stirbt man ja hier nicht gleich dadurch. Das ist aber gemein, solange das Pferd kann ich mich nicht bewegen.
ist voll fies, frech und so. Hä? Das Ding geht von alleine runter? Ist ja merkwürdig. Weil du mal drauf bist, denke ich mal. Es gibt kein Tipp 4, mal. Tipp 3, es gibt kein Tipp 4, oh. Oh Mann. So, jetzt dürfen wir hier durch. Gut, alles schön, verstehe ich. Aber komme ich nicht weiter. Zumindest muss ich das nochmal versuchen. Piu. Ach so, ich muss mich da festhalten. So. Klingeling. Ich glaube, ich höre das ganz leise. Was hörst du ganz leise? Wie du die Rubine und alles einsammelst. Ah. Nein, nein, ich mache einfach nur die Geräusche nach und das hörst du. Weil ich das alles so gut kann. weil ich das so gut kann, merkst du das gar nicht. Ja. Das ist echt fies. Geht doch. Ah, und das geht dann wieder so rum, okay. Ja! So. Ich habe keine Ahnung, wovon der Chat gerade redet, muss ich ehrlich sagen. Ja, also Mr. T hat so angefangen, so zu schreiben, ein Skype-Account. Ich warte immer noch auf den Axel Merchandising. Mit welcher Zahnbürste, Figur. Und jetzt reden sie alle über Axido Orba. Axidos Orba, ja. Oh. Außerdem, erst sagt man Or, dann sagt man Bah. Bah. Ja, ja, so ist das. Lass uns erstmal auf den Augen. Piu! Siehst du? Piu! Piu! Wie viele kann ich eigentlich gleichzeitig abschießen? Das würde ich gerne mal wissen. Hm. Geht eigentlich. To the infinity! So, was war das jetzt mit dem Skype-Account? Stand da was? Ach so. Nein. Ich meine, also falls das... Hä? Habe ich jetzt... Oh, Moment. Ich muss mal schnell gucken, wo habe ich denn jetzt mein... Da ist es. Das Spiel. Ja, nein, also wenn ich die Notwendigkeit sehe... Oh, jetzt sind das sogar zwei. Na, dann macht es Sinn, dass es schwieriger ist. Ah! Zu schwierig! Ah! Du hast doch keine Chance. Das ist echt fies. Außer? Oh, nur einen einzigen Schaden? Das ist Punkt. Oh Gott. Ja. Okay, dann mache ich das halt so. Das dauert ja ein bisschen, aber... Macht ja nichts. Alles gut, es klappt irgendwie. Irgendwie, wie gesagt. Doch, doch, ich mag euch alle. Ich nicht! Nein! Quatsch. Oh, das ist gemein! Oh. Das ist doch... Das geht nicht mehr! Just believe in yourself! Kann ich nicht! Doch! Nein, ich werde sterben! Just do it! Ich werde sterben! Just do it! Endlich! Nein. Quatsch. Kommt. Könnt ihr nicht endlich... Das gibt's doch nicht. Kommt! Sterbt doch endlich! Ich kann langsam nicht mehr. Ha! Kommt schon. Doch, bei Roller. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Oh Gott. Ja, einer von denen ist endlich weg. Das wäre eigentlich richtig doof, wenn sie sich regenerieren könnten. Oh. Erzähl mir nicht noch sowas. So. Hoppa. Und endlich ist er weg. Ich muss mal ganz kurz, mein Hund rastet gleich aus. Nein, kein Edna spricht aus. Danke.
Das ist nicht schlecht. Orba und Bitburger. Orbit. Moment, aus Saft und Bier wird plötzlich Kaugummi? So. Da lässt mich schon wieder einfach jemand im Stich. Ich fass es nicht. Okay, speichern. Nein, ich bin noch da. Ach, du bist noch da? Warum sagst du nichts? Ja, ich habe gesagt, ich mute mich ganz kurz, weil mein Hund gleich ausrastet. Ach so. Wie lange ich noch streame? Ja, ganz gut hört. Wie lange streame ich eigentlich noch? Halb sieben? Wenn überhaupt. Ja. Ein Bosskampf. Furchtbar fiese Flora. Die furchtbar fiese Flora. Oh, die kann Hyperstrahlen. Die furchtbar fiese Flora kann, Oh, die hat geweint. Nein. Zwei Schleim. Ja. Weißt du, die furchtbar fiese Flora, kann Gurkenbrote machen. Okay. Weißt du, wieso? Wie ich schon sagte, oh, gut für die Ohren, gut für dein Leben. Na, Mist. Ich frag mich, wie Orbit schmeckt, wenn Orbit drin ist. Das ist reichlich zu sagen für mein Business. Vielleicht kommen die Gurkenbrote. Wieso seid ihr jetzt bei Essen? Darum. Phew. Oh mein Gott, was jetzt? Sieht bisher ganz gut aus, würde ich sagen. Ja. Ah, das ist da drüben. Das ist ein ziemlich leichtes Schema. Ja, finde ich auch. Ich glaube, wenn die Blumen oben sind, dann ist genau bei der gegenseitigen Seite halt, ja. Mhm. Mit so unten. Wow! Ja, sag nicht, das war's schon. Also bitte, das ist ja jetzt. Das ist Vakuum 2. Jetzt. Wow, was? Oh. Das ist doch. Das geht nicht. Wie willst du das schlagen? Ah, okay. Ah, cool! Nein! Oh, das erinnert mich gerade an, wie hieß der denn nochmal? Ein Mega Man Boss. Ein Mega Man X Boss, um genau zu sein. Oh, das ist fies. Oh Gott. Oh, plus Magie. Ja. Ja. Komm schon. Lass mich. Komm schon, stirb endlich! Ah, du hast nur noch ein Viertel. Noch. Puh. Wow! Ich habe mich regeneriert und habe mit Monstermilch sogar noch Stärke dazu bekommen. Alter. Oh, Sushi ist auch wieder da. Ja, Sushi! Sushi! Ach übrigens, ich wollte ja noch was sagen, und zwar das, was bei mir hinten auf dem Boden liegt, was man vielleicht gerade nicht so sehen kann. Siehst du es jetzt? Das ist nicht normal. Warte, ich habe dich ja nicht im Bildschirm ertragen als Kamera, nur das Spiel. Was? Moment. Oh. Ach so, dann müssen wir das mal schnell ändern. Ah ja, ich sehe das. Nee, die Kamera? Die Kamera war nicht dabei. Naja, warte mal, dann. Nee, ich meine jetzt so bei mir mit der Kamera. So, machen wir das mal. Zack, das übertragen. Ah, so. Ja, und was ist das blaue Ding? Das blaue Ding ist, nein, das ist einfach bloß meine Decke und mein Kopfkissen. Ich musste hier ein bisschen Platz schaffen. Damit dieses andere Ding. Was auf dem Boden ist? Ja. Ich dachte am Anfang, das wäre einfach ein Teppich. Ja, ich weiß, richtig unprofessionell. So kennt man mich eigentlich. wie wir sie kennen und lieben. Genau. Unprofessionell und inkompetent. Nein, das ist gemein. Hey, du bist wenigstens in guter Gesellschaft damit. Nein, also, das Ding ist dafür, wenn ich das fertig kriege, dann könnte man das eventuell morgen im Fernsehen sehen. Yay! Ja. Ah, ich weiß, was du meinst. Okay, gut. Ja, genau. In unmittelbarer Nähe meiner Wohnung ist nämlich der Elektro-Grand Prix von Berlin morgen.
Und ich hoffe wirklich drauf, dass ich das noch fertig kriege bis dahin. Leider bräuchte ich normalerweise eigentlich noch rote und gelbe Textilfarbe dafür. Die habe ich leider nicht mehr gefunden. Ich war schon in zwei verschiedenen Drogeriemärkten und die hatten leider nur ganz andere Farben. Also werde ich wahrscheinlich mich darauf besinnen, das Ganze einfach schwarz auf weißem Grund zu machen. Ja.